So, jetzt gibt's mal wieder eine Runde Geschichtenzeit. Und zwar im Weltall. Meine werten Damen und Herren, wir steigen ein, sind hier in der Kabine mit drin und haben tatsächlich alles, was wir brauchen. Wir schauen noch mal kurz in den Shop rein und gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Hier gibt es echt viele Sachen, die wir uns noch angucken könnten. Aber ich glaube, davon brauchen wir wahrscheinlich eher nichts. Meine werten Damen und Herren, das hier ist tatsächlich die einzig wahre Story, die nun im Weltraum abgeht. Denn wir fahren mit unserem LKW jetzt weg und werden erstmal eine neue, coole Story hier erleben, und zwar im Weltall. Okay, meine werten Damen und Herren, eure Mission. Es ist auf jeden Fall, die Sachen in die Weltraumstation nach oben zu geben. Das sind Notrationen und sowas, so Essen und der ganze Kram, ihr wisst, was ich meine, ne? So, und davon müssen wir uns jetzt sozusagen anziehen. Wir haben alle sozusagen einen Anzug bekommen und sehen jetzt einfach alle aus wie richtige Weltraumsoldaten. Oh mein Gott, Alter, und es kommt die ganze Zeit dieses Geräusch. Und jetzt geht es los. Die Space Story heißt sie hier. Wir sind alle erst Level 1. Jeder kriegt hier seinen Anzug und wir sitzen in der Rakete drin. Und hinten steht unser Name drauf. Wie cool ist das denn? Wer sitzt vor mir? Spooky Mons. Rechts von mir. Oh mein Gott, what the fish? Der heißt Aerosol YouTube. What the fish, Alter. Hier sind voll viele Leute, die man wahrscheinlich kennt so. Okay, Leute, ihr wisst Bescheid. Roblox Fangruppe. Wenn ihr mir dort folgt, könnt ihr mir tatsächlich folgen und einfach mitspielen. Und das hier ist die Space Story, die wir hier gemeinsam mit unseren Zuschauern und Freunden zocken werden. Ihr wisst Bescheid, Leute. Es ist die neue Location wieder hier. Es ist eine atemberaubende Space Station. Und unsere Mission ist es wahrscheinlich, die Vorräte zu delivern. Das heißt also, die Vorräte vorbeizubringen an diese Station hier. Das heißt, wenn wir das nicht hinbekommen, werten Damen und Herren, na dann ist die Mission gescheitert. Wenn wir es aber schaffen, oh mein Gott, die Rakete startet sogar schon. Guck mal, wir sind schon durch die Wolken fliegen wir hier vorne. Und wenn wir jetzt weiter geradeaus fliegen und immer weiter gehen, ja, dann werden wir wahrscheinlich gleich auch schon die Sterne sehen. Es gibt keine Fenster. Ah, so weiß. Okay, Leute, das sieht ganz schön knappes aus. Und Galaxy Cupcakes sagt, oh, ich glaube, wir sind im Orbit. Tatsache. Schau ich das mal an. Wir können uns sogar herumbewegen. Wir sollten am besten auf unseren Plätzen bleiben. Wir werden auf jeden Fall noch einen Turn machen, also eine Drehung machen, um in die Station reinzukommen. Okay, dann setzen wir uns am besten nochmal hin. Ah, okay. Es geht sogar ein Timer runter. Das heißt also, wenn wir... Oh, der Typ hier vorne, der Spooky Monster, fährt sogar. Und der ist sein Co-Pilot, der Aerosol YouTube. So, jetzt müssen wir uns schnell hinsetzen. Eieieiei, was? Oh, da haben wir jetzt eine Drehung gemacht. Ich glaube, es ist sogar jemand gestorben, weil er sich nicht schnell hingesetzt hat. Oieieiei. Oh, oh, oh. Ich bleib mal am besten lieber sitzen. Deswegen, Leute, immer im Flugzeug und in Raketen sitzen bleiben. Willkommen zu dem Stromono. Ich bin Lara, eure künstliche Intelligenz an diesem Computer. Das heißt also, wir haben eine künstliche Intelligenz, mit der wir uns unterhalten können. Hinten ist die Tür aufgegangen und hier so eine Klappe. Bitte verlasst das Shuttle und geht in den Dekompressionscenter. Ah, das hier ist die Schleuse wahrscheinlich. Und diese Schleuse sorgt dafür, dass wir sozusagen hier den Druckausgleich ausüben können, sodass unsere Körper und unsere Sachen immer denselben Druck haben. Das ist richtig wichtig. Falls ihr euch dafür mehr interessiert, schaut euch eine Doku über Weltraum an. So, okay. Dekompression fängt an. Wir bekommen hier ein bisschen was an Staub zu und wir können uns erstmal hier vorbereiten, ne? Dadurch werden wahrscheinlich unsere Anzüge ein neues, wunderschönes, Level erreichen. Und wir dürfen jetzt wahrscheinlich durch diese Tür jetzt gleich durchgehen. Oh, unsere Köpfe wurden ausgezogen. Okay, das heißt also, wir gehen jetzt in die Raumstation, wo es ganz normale Luft drin gibt und ganz normalen Sauerstoff, den wir atmen können. Aber da ist gerade was kaputt gegangen, kann es sein? Hey, was war das? Boah, wir sehen so cool aus in diesen Anzügen. Ah, der Sigilo hat gesagt, was war das? Lara sagt, es sieht so aus, als ob unser Schiff von dem Stromono abgefallen ist. Was? Und was machen wir jetzt? Ich dachte, wir wollten da reingehen. Das Ding, wo wir reingehen wollten, ist abgefallen. Oh nein, und wie wollen wir jetzt wieder zurück zur Erde kommen? Das frage ich mich auch schon seit geraumer Zeit. Nee, aber wie sollen wir das denn machen? Naja, schaut zu, dass ihr euren Weg auf die Brücke macht. Von dort aus werdet ihr in der Lage sein, ein Shuttle zu nehmen und zurück zur Station zu fliegen. Übrigens mit manueller, mit einem Remote Piloting System. Das heißt also mit so einem, Lenksystem. Okay, dann müssen wir doch hier durchgehen. Okay, dann gehen wir hier durch die Brücke durch. Am besten die Leiter hier hoch. Und dann sind wir hier, glaube ich, schon in der Brücke. Kann das sein? Hier. Ja, das ist das Stromono. Okay, hier haben wir ein Viereck.
Und hier ist diese Lara, die mit uns geredet hat. Und wir haben dann hier eine perfekte Aussicht nach draußen. Sieht schon cool aus. Manometer. So. Spookymon sagt, wow, dieser Platz hier ist wirklich riesengroß. Schaut euch das mal hier alles an. Ja, das stimmt. Das ist gar nicht mal so übel. Bay 1, Bay 1, Bay 1, Bay 1. Okay. Sieht interessant aus. Oh nein, Lara ist rot geworden. So wie es aussieht, habe ich einen kleinen Systemfehler. Ich brauche eure Hilfe, um es zu beheben. Oh oh. So wie es aussieht, hat Lara wahrscheinlich Probleme, unser kleiner Computer. Auf diesem Bildschirm wird eine Farbe erscheinen. Blau, hellblau. Okay, und wir müssen dann wahrscheinlich solve the puzzle using the color panels. Okay, das heißt also, wir müssen also auf die richtige Farbe drauf gehen, um tatsächlich Lara dabei zu helfen, ne, die Farben hier richtig einzuordnen. Na gut, dann probieren wir das Ganze mal aus. Also, wir haben blau. Das heißt also, wir gehen hier auf das blaue wahrscheinlich drauf oder auf das blaue da vorne drauf. Das können wir, glaube ich, auch machen. Hier auf das blaue. So, ich glaube, das ist richtig. Ach so, wir müssen die einzelnen Panels abändern, sodass alles blau ist. Okay, ich verstehe. Okay, der Systemfehler sollte jetzt wurde jetzt behoben. Das heißt also, wir haben unseren Computer gerade gerettet. Galaxy Cupcake sagt, Lara, wann können wir eigentlich damit rechnen, unsere anderen Team-Member, also unsere Freunde hier von der Raumstation, die schon da sind, wann können wir die kennenlernen? Ich bin mir nicht so ganz sicher, was du mit dieser Frage meinst. Der Strobo Mono hat nicht noch mehr Crew-Members. Es gibt gar keine Crew-Members. Ah, das heißt, das Ding fliegt hier von alleine? Was? Sag mal, aber wem bringen wir dann Vorräte überhaupt? Aber warte mal, das ist unmöglich. Wir sollten uns eigentlich hier mit der Stationscrew treffen, sagt Zigelo. So habe ich das auch verstanden. Fehler, mein Speicherplatz hat keine Crewmembers gelistet. Der Strohmono hat keine Mitglieder. Hier ist niemand mehr außer wir? Yo, was? Naja, das ist tatsächlich ein kleines Problem. Öffne die Tür, um in die Halle zu kommen. Oh mein Gott, schaut euch mal diese Tür an. Oh nein, das ist eine Obby. Okay, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich über die Kabel springen. Oh nein, der eine Typ schreibt schon so. Ah, der andere sagt, watch out, also aufpassen. Okay, müssen wir ein bisschen aufpassen, was jetzt hier passieren wird. Was ist denn hier passiert? Frage ich mich auch, Mann. Fehler. Kann mich nicht mit der Memory, mit der Speicherbank, Dings verbinden. Oh, nö. Ah, da ist die Lara Memory Bank. Hey, guck mal, hier ist das Pen, dieses Schild an der Wand. Laras Speicherbank wurde kaputt gemacht. Oh, nein. Ein Wunder, dass die so einen Stuss labert. Das könnte wahrscheinlich erklären, warum Lara sich nicht daran erinnern kann, dass hier eine Crew ist. Oh Mist, okay. Das heißt, dass du durch diesen komischen Zusammenstoß oder sowas, den wir am Anfang hatten, ist da wahrscheinlich was kaputt gegangen. Okay, dann sollten wir mal am besten herausfinden, wie wir da durchkommen. Und auf der anderen Seite finden wir bestimmt irgendwie was raus. Naja, auf der anderen Seite der Brücke können wir vielleicht irgendwas finden. Lara, wie kommen wir da am besten hin? You have to go into the... Okay, ihr müsst die Halle runterlaufen und da ist kein anderer Weg, um die Brücke zu erreichen. Okay, das heißt also, wir müssen tatsächlich da jetzt drüber springen und schauen, wie wir das am besten hinbekommen. Und Lara sagt übrigens, seid vorsichtig. Ich habe überall gefährliche Substanzen herausgefunden und elektrische Schnüre auf dem Boden. Eines von diesen könnte euch verletzen. Okay, das heißt also, wir müssen tatsächlich aufpassen und dürfen nicht sterben. Alles klärchen. Dann springen wir hier mal rüber und versuchen unser Bestes. Zack, zack. Ich bin ein guter Astronaut. Ich bin drüben! Ich hab's geschafft! Woo! Kann ich dieses Ding hier aufheben? Ja, ja, ja. Okay, wir können auch hier nochmal weiterlaufen. Was ist da? Mess Hall. Okay. Und hier haben wir nochmal der Bridge Elevator. Das heißt also, da ist tatsächlich noch ein Fahrstuhl. Oh nein! Der da drüben, der kommt nicht rüber. Bitte komm rüber, Kumpel! Sonst ist deine Zeit gleich vorbei! Vielleicht hat er auch Angst zu springen. Nein! Okay, ich glaube, er ist gestorben. Lara sagt, bitte wartet kurz, solange ich... Was ist dieses Ding, schreibt dieser eine Typ hier. Sie sieht aus wie so eine Halle. Oh Mann, ich bin echt am Verhungern. Ich könnte mir jetzt wirklich etwas was Leckeres zu essen holen. Sollen wir es essen oder nicht essen? Der eine Typ sagt hier... Warte mal, ich kann mal schreiben. Schreibt mal, sollten wir etwas essen? Frage ich mal die anderen Leute. Vielleicht können die mir so ein bisschen was antworten. Ne? Bin mir nicht ganz sicher. Das Mädchen sagt, no, am besten nicht essen. Okay, alles klar. I think. Der eine sagt, wir können was essen. Das Mädchen sagt, es könnte vielleicht vergiftet sein.
Ich denke, ja, I think so too. Okay, gut, dann haben die wahrscheinlich auch, die denken auch wahrscheinlich, das ist vergiftet. Deswegen lassen wir es lieber. Setzen wir uns lieber einfach so an den Tisch. Oh Mann, es muss wahrscheinlich dort schon ewig Zeiten liegen. Es ist wahrscheinlich schon vergammelt. Ah, seht ihr, es war wahrscheinlich schon vergammelt. So, der Bridge Elevator ist angekommen, der Fahrstuhl ist angekommen. Nimmt gerne Platz. Ich setze mich neben Sidelang 9. Okay, glaube, wir sitzen alle. Also, wir sind jetzt zwei Mädels und ein Fuchs und ein Typ mit blauem Gesicht. Aber wir sind eine gute Crew. Wir können das schaffen. Wir sind richtig stark. So, hihi. Warum lacht der? Naja, okay, egal. Wir kriegen das hin. Also, die Tür schließt sich. Wahrscheinlich fahren wir jetzt gleich hoch. Ja, wir fahren hoch. Guck mal, da sind auch schon... Oh, da kommen wir sogar oben an. Oh, crazy. Diese Geschichte ist wirklich cool. Ich mag die ganzen Animationen und sowas, die hier passieren. Und die Musik ist immer so episch. Das gefällt mir auch. Okay, wir fahren weiter hoch. Sind überall Stränge. Und ich glaube, da könnte schon der Platz sein, wo wir ankommen. Oder? Nee, es geht noch weiter hoch. Oh. Okay. Hier ist eine Blast Door. Also so eine Sprengtür oder so eine Sicherheitsschleusetür wieder. Und da müssen wir wahrscheinlich wieder irgendwas machen, oder? Hier sind wieder irgendwelche Panels und sowas. Müssen wir mal gucken, was die anderen Leute so sagen. Ich öffne die Blast Door. Also die Sprengtür. Keine Ahnung, ob das so heißt übersetzt. Ich weiß es gar nicht. Aber da steht dran, die Crew-Data wurde nicht gefunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Oh mein Gott. Die hat die Gitarre in der Axtform hinter sich. Und Alter, die gesamte Crew ist einfach gestorben. Die Crew... Die sind alle gestorben. Yo, was? Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott. Da hat jemand die Ketchup-Flasche überhaupt nicht getroffen. Lara sagt, Error. Ich kann, meine Speicherbank kann ich nicht abrufen. Was ist denn hier passiert? Warum kann sie ihre Speicherbank nicht abrufen? Wir sind alle tot. Wir müssen unbedingt schnell von hier wegkommen. Lara, wo ist das Shuttle-Control, damit wir von hier abhauen können, wieder Richtung Erde? Remote Piloting System. Da ist das Remote Shuttle System. Also hier hinten ist das. Da müssen wir wahrscheinlich hingehen gleich, um das Spaceship wieder zu konfigurieren. Okay. Ich habe es angemacht. Ihr könnt tatsächlich das Signal nutzen, um die Kontrolle von dem Shuttle zu übernehmen. Okay. Das heißt also, wir müssen da bestimmt hingehen, um das dann zu machen. Hier ist auch ein Stromkabel, was sozusagen in die Mitte führt. Was passiert da jetzt? Da stehe ich sogar gerade. Okay, die Kontrollen lassen euch das Shuttle fliegen, sofort, wenn ihr euch da reinsetzt. Okay, das heißt, wenn wir uns da reinsetzen, können wir direkt das Ding gleich fliegen. Nur eine Person kann das Ding fliegen. Warte mal, ich schreibe, I can do it. Okay, achso, das Mädchen sagt, warte. I can do it. So, also, ich setze mich rein. You pull the lever. Ich sag zu denen, die sollen den Schalter, also den Hebel drücken und ich werde mich reinsetzen. Und dann werde ich dieses Ding zurückbringen. Okay. Wir kriegen das hin. Okay, okay, okay. Ich setz mich rein. Ich setz mich rein und die müssen den Lever pullen. Okay? Also, ich sitze drin. Alles gut. Okay, das Ding wird gedrückt. Okay, und wir fliegen los. Remote Piloting. Oh mein Gott, wir sind gestorben? Extra Life. Oh Mann. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich schreibe mal kurz Autsch in den Chat. Autsch. Error. Remote-System ist kaputt gegangen. Nein. Ich hätte mich doch nicht da reinsetzen sollen. Ich bin ja direkt gestorben und alle Bildschirme sind jetzt rot geworden. Oh Mann. Wir werden wahrscheinlich niemals wieder nach Hause kommen. Ah, unangenehme Geschichte. Ich sehe eine holographische Nachricht ankommen, sagt Lara. Oh Gott, was kommt denn da jetzt für eine holographische Nachricht an? Hallo? Hallo? Erster Offizier, Offizier Kingsley. Das ist der erste Offizier Kingsley von der Space Station Stromono. Hey, da sind wir doch auch drauf. Wenn ihr das seht, wenn ihr diese Nachricht sehen könnt, bedeutet das, dass ich und meine Crew von der Stromono schon wahrscheinlich tot sind. Ja, das stimmt tatsächlich leider. Heute Morgen haben wir tatsächlich einen Sicherheitsfehler in Bay 2 gesehen, beziehungsweise wahrgenommen. Oh nein, okay.
ein Alien, eine alienmäßige Kreatur an Bord ist an unser Schiff gekommen. Okay, wir haben ein Alien an Bord und wir haben nicht mehr genug Sprit gehabt. Die Crew hat auf jeden Fall Eier auf dem Mars gefunden und hat sie in einen versperrten Container gebracht. Okay, das ist das, was die mitgenommen haben vom Mars. Diese Eier wurden tatsächlich sealed, das heißt so vakuumiert, in Strominus Mad Bay. Das ist hier irgendwo in der Nähe. Und wurden mit unserem Team und Medizinleuten so verbessert. Und am Anfang waren diese Aliens, die aus dem Ei geschlüpft sind, noch ganz harmlos. Aber nach einer Zeit sind sie schnell gewachsen und haben tatsächlich eine Änderung der Emotionen gelassen. Das heißt also, sie wurden wütender und wurden tatsächlich viel zu schwer, um sie nach einer Zeit einfach wieder so zu behandeln. Das heißt also, wir mussten sie in Mad Bay einsperren, damit sie aufhören, uns anzugreifen. Das heißt also, am Anfang waren die süß und als sie größer wurden, oh Gott, es ist gar nicht so lange her, dass aus Mad Bay eins von denen ausgebrochen ist. Und wir dachten nicht, dass es möglich wäre, dass eines von diesen Dingern ausbricht. Aber für uns haben wir haben uns dazu entschieden, uns selber einzusperren, hier in dieser Brücke, und unsere letzten Aktivitäten von Lara's Memory Bank aufzunehmen. Okay, das heißt also, die haben sich wahrscheinlich eingesperrt vor diesen Dingern. Okay, wir werden unsere Flucht von hier organisieren, bis wir ankommen. Ja, okay, das ist schwierig. Verbindung unterbrochen, Speicherbank wurde gelöscht. Okay, bisschen schwierig zu überlegen, aber wir haben hier diese Aliens, die wahrscheinlich noch irgendwo herum sind. Okay, so, was ist jetzt eigentlich zu denen passiert an diesem Board, als sie die Kontrolle verloren haben? Von was haben sie denn die Kontrolle verloren? Der eine sagt, hier, guck mal. Okay, es wurde irgendwas gefunden. Im Fahrstuhl ist irgendwas passiert. Der Computer sagt, im Fahrstuhl ist irgendwas passiert. Schnell, Lara! Mach die Blast-Tür zu. Ja, man macht die mal bitte wirklich zu. Da ist gerade irgendwas. Oh nein. Sie ist gerade nicht in der Lage, die Tür zuzumachen. Warte mal, das bedeutet, dass doch gleich ein Alien hier reinkommen wird, oder nicht? Ihr müsst wahrscheinlich dieses Ding manuell ausmachen. Ihr müsst die Emergency-Pumps, also die Notfallpumpen, zumachen. Wenn alle von denen zu sind, dann wird die Tür sich auch von alleine komplett schließen. Okay, gut. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal das machen, oder? Okay, let's go. Wir haben 30 Sekunden dafür. Ich gehe auf die rechten und der andere kann die linken machen. Okay, ich gehe andere Seite. So. So. Einfach alles zumachen. Okay, wir haben die zugemacht und die anderen haben die anderen zugemacht. Okay, die Tür ist zu. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass irgendwas ist da draußen, was die Crew angegriffen hat. Das denke ich auch. Naja, auf jeden Fall sind wir sicher hier drin. Das ist der sicherste Raum in der gesamten Station. Ja, das Ding ist aber, die anderen sind ja auch so gestorben. Was sollen wir denn da jetzt machen? Okay. Aber schau mal, was passiert ist zu der Crew. Die haben auch gedacht, dass es hier drinnen sicher ist. Oh Mann, was sollen wir denn tun? Wir müssen dieses Ding hier irgendwie... Warnung. Meine Systeme haben ein Feuer entdeckt. Die Brücke wird in 15 Sekunden explodieren? Finde einen Weg raus? Was? Wie? Ein Weg raus? Hä? Wie? Was sollen wir tun? Da brennt's. Bridge System. Was sollen wir denn tun? Es gibt hier keinen Weg raus. Nein! Schnell, da! Oh mein Gott, Game Over. Extra Life. Oh mein Gott, was? Ich habe den Exit gar nicht gesehen. Oh mein Gott. Ich habe mich wiederbelebt einfach. Okay, 5, 3, 2, 1. Ich bin im Exit. Ich bin im Exit? Okay. Ich bin der Einzige, der jetzt noch überlebt hat. Hä? Da sind ja alle gerade gestorben. Was ist das denn hier? Hier bin ich jetzt an so einer Brücke gelandet oder was? Okay, ich renne hier mal durch. Sieht relativ sicher aus. Aber ich muss hier durchlaufen. Hoffentlich werde ich von nichts erwischt. Okay, ich bin einfach durchgelaufen. Ich bin auf der anderen Seite. Hier sind diese Eier, von denen gesprochen wurde. Oh mein Gott. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Alle anderen sind gestorben. Okay. Okay, wir müssen das Feuerlöschsystem einschalten, bevor das Feuer hier reinkommt. Also, hier ist das Feuerlöschsystem, oder nicht?
du brauchst den vierstelligen Code, um das herauszufinden, ne? Um den Feuerlöscher-Code, also um das Feuerlöschersystem einzuschalten. Oh, Junge, was? Finde alle Stücke und drücke auf den gelben Knopf, um den Fire Extinguisher auszumachen, bevor es zu spät wird. Okay, das ist ganz schön mies, Mann. Okay, wir kriegen das hin. Gut, okay, wie kriegen wir das hin? Wir müssen alle Codes hier finden. Also, kann man das hier aufmachen? Nein. Also, wir haben 7. So. Wir haben 7. Wo haben wir hier noch ein Stück Code? Die 2 habe ich da gefunden. Da ist nochmal die 6. Okay, wo ist hier noch ein Code-Stück? Ich bin alleine jetzt. Das wird jetzt kompliziert. So. Nee. Da, die 8. Ich habe sie gefunden, ne? 8, 6, 2, 7. Und den grünen Knopf drücken. Oh mein Gott. Okay. Okay, hier sind wir. Der Code ist 8267. Gut. Du hast es geschafft, das Feuer auszumachen. In der letzten Sekunde, Mann. Das war richtig schwierig. 8627. Ich war schon richtig aufgeregt, Mann. Okay, okay, okay. Ich musste mich schon zweimal wiederbeleben. Schau! Die Eier auf dem Tisch. Das sind die Eier, die Crew mitgebracht haben. Daraus sind diese Dinger geschlüpft, die wahrscheinlich dann zu stark wurden. Wisst ihr nicht, was das alles bedeutet? Wir werden von einem Alien gejagt. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich ein Alien, was uns hier jagt. Das Alien kann ja wahrscheinlich dann nur von dort kommen. Durch diese Schleuse. Oh Mann, dieser Platz gibt mir hier wirklich die, macht mir wirklich Angst. Lara, öffne mal die Tür. Öffne die Tür. Okay, mach mal die Tür hier bitte auf. Und ich gehe duschen eine Runde. Okay, let's go. Jetzt sind wir wieder hier. Wie kommen wir hier raus? Lara, wie kann ich von hier rauskommen aus dieser Station? Ich muss unbedingt so schnell wie möglich aus diesem Ding hier rauskommen, bevor dieses komische Alien-Ding mich bekommt. Wahrscheinlich muss ich dieses Ding hier drehen, oder? Da sind in Bay 3 sind Fluchtkapseln. Wenn du diese benutzen möchtest, muss die Selbstzerstörungssequenz aktiviert werden. Du hast 5 Minuten Zeit, um die Fluchtkapseln zu erreichen, bevor die Station sich selber zerstört. Oh Junge, was? Wie soll ich das denn machen? Ich habe alle meine Connection zu den Türen verloren. Das heißt also, ich kann nichts mehr für dich öffnen. Das heißt, ich muss alles selber öffnen und alles alleine machen, weil meine gesamte Crew gestorben ist. Oh Mann. Du musst die Tür öffnen zum Greenhouse. Okay, ich habe die ja gleich hier. Dann kann ich ja gleich hier drücken. Finde einen Weg zu Bay Nummer 3. Also ich muss hier durchgehen durch das grüne Haus hier. Oh Mann, da drin regnet es einfach. Hier ist einfach ein Regenwald. Wie soll das denn funktionieren? Oh, okay. Alles klar. Alles gut. Okay. Irgendwas fühlt sich hier nicht richtig an. Ich habe das Gefühl, ich werde hier, glaube ich, gleich sterben, Alter. Ich habe nämlich keine Ahnung. Es wurden Bewegungen entdeckt. Im Greenhouse wurden Bewegungen entdeckt. Wo? Ich sehe hier nichts. Oh nein. Lara, wie können wir hier so schnell wie möglich rauskommen? Jetzt relax. Warte mal. Ich habe hier etwas berechnet. Eine Fluchtroute. Oh, da steht schon das Alien, Mann. Okay. Okay, Objective. Hau ab vom Monster. Okay. Ich muss, glaube ich, 52 Sekunden lang vom Monster abhauen. Das ist die Aufgabe. Kriege ich hin. Nein! Okay, das Monster greift mich einfach an. Was ist das denn? Was soll das denn sein? Das ist ein schwarzes Monstervieh, was mich hier angreift, oder wie? Okay, also, es kann gut funktionieren eigentlich, wenn ich hier einfach nur im Kreis laufe. Ich muss 30 Sekunden lang im Kreis laufen, damit dieses Monster mich nicht angreift, damit ich die Story fertig spielen kann. Was halt blöd ist, ist, dass meine Crew gestorben sind. Das waren so gute Leute. Und jetzt muss ich hier vor diesem Alien alleine weglaufen. Das ist zum Heulen. 3, 2, 1. Okay. Der Lüftungsschacht wird in der Lage sein, dich zu Bay 3 zu bringen. Oh komm, wir müssen von hier abhauen. Aber ganz, ganz dringend. Oh, schnell weg hier. Okay, okay, okay. Lüftungsschacht. Wo war denn der nochmal? Ist der da gewesen? Nö. Da können wir. Storage Closet. Sag mal, was ist das denn hier? Seit wann läuft mir denn dieses Alien jetzt die ganze Zeit hinterher? Kann ich da durch? Ja, kann ich. Okay. Wo ist dieser Lüftungsschacht hier? Hallo? Suche den. Da ist der Lüftungsschacht. Okay. Sei vorsichtig. Der Lüftungsschacht hat sehr viele Ausgänge.
Und nur ein Ausgang will ich wird dich nur dorthin bringen, wo die Fluchtkapseln sind. Oh, Junge. Okay. Wenn du den falschen Ausgang wählst, wirst du nicht mehr in der Lage sein, zu entkommen. Und du wirst an der falschen Stelle... Alter, was? Wie soll ich das denn hinbekommen? Oh, wähle weise. Oh, Junge. Wo soll ich denn weise? Okay. Hier? Nee. Da? Nee. Es gibt insgesamt 4 Ausgänge. Ich nehme den hier. Pod 2, Fuel Level. Escape Pod Fuel. Bin ich hier richtig? Bitte sag mir, ich bin hier richtig. Ich glaube, das sind die Escape Pods. Hier sind die doch. Da ist Pod 1 und da ist Pod 2. Seht ihr die? Die haben hier nur keinen Tank. Okay, du hast es zu den Escape Pods geschafft. Okay, gut. Aber wo muss ich jetzt hier diese Dinge... Ah, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich muss jetzt wahrscheinlich diese... Benzindinger hier nehmen. Und tatsächlich muss ich dann diese Escape-Pods jetzt hier einfach auffüllen. Einfach Pod 01. Escape-Pod 2 hat einen Fehler. Das heißt also nur Escape-Pod 1 funktioniert. Naja, ist nicht so schlimm, weil meine gesamte Crew schon tot ist. Und ich der einzige Überlebende bin. Okay, du musst tatsächlich Escape-Pod 1 nehmen. Okay, wie sieht es da drin aus? Ich schau mal kurz. Die Escape-Pods brauchen Benzin oder halt Kraftstoff, um tatsächlich mit dieser Escape, also mit dieser Schleuse, beziehungsweise mit dieser Kapsel zu entkommen. Oh Gott. Benutze das Fuel-System, um das Ding aufzutanken. Okay, 75 Sekunden Zeit habe ich. Ich bin alleine. Na, dann versuche ich mal mein Bestes. Ob ich das alleine überhaupt schaffe, ich weiß es gar nicht. Naja, mal gucken, wie viel kriege ich? 12,5. Oh mein Gott, jetzt darf ich ja... Wie, naja, mit meinen Kameraden wäre das wahrscheinlich ein bisschen lustiger gewesen, gell? So muss ich das jetzt alles alleine machen. 25. Ja, ich muss jetzt insgesamt 8-mal laufen. Oh, Junge, wir haben nur noch 6 Sekunden Zeit. 4, 3, 2, 1, 100%. Oh mein Gott, das war wirklich auf die Sekunde. Okay, geh in Pod 1 rein. Okay, ich bin in Pod 1 rein. Oh mein Gott, das ist tatsächlich die Fluchtkapsel, die ich hier eingeschwärmt habe. Alle meine Crewmitglieder sind gestorben. Nein! Um loszufliegen, musst du den Pod aktivieren. Und wie aktiviere ich ihn? Was muss ich machen? Oh Mann. Um den Pod zu aktivieren, musst du das Puzzle auf dem Tisch lösen. Oh Gott. Okay. So. Ich glaube, ich muss so ein Dreieck machen. Kann das sein? So, und dann noch diese Dinger hier drehen. Und so. Okay. Okay, nehmt eure Sitze. Ja! Ich bin am Leben! 5, 4, 3, 2, 1, Abflug! Starten in 3, 2, 1. Bitte starte einfach. Was? Warum? Warnung. Was für eine Warnung? Die Kreatur wurde in Pod 1 entdeckt. Wo? Alter. Warte mal. Unser Pod hebt jetzt ab. Das Ding explodiert. Aber das Monster ist mit uns im Pod drin? Wie jetzt? Kreatur? Da fliegen wir. Aber wo ist die Kreatur? Oh mein Gott, die Kreatur fliegt uns hinterher. In Pod 2. Da ist die Kreatur drin. Oh mein Gott. Richtig gruselig. Gewonnen! Okay, meine werten Damen und Herren, das war die Space Story. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leider haben wir es nur alleine geschafft. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr vielleicht auch diese Runde hier nochmal spielen werdet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das auch schon geschafft habt oder ob ihr das Spiel noch spielen werdet. Spiel ist unten verlinkt in der Videobeschreibung, so wie immer. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und Tschüssikowski. Ciao!